So Leute, ich habe jetzt da eigentlich müssen Oman das umbenennen statt wahre Geschichten, weil der Algorithmus von Facebook natürlich erkennt, dass ich immer wieder dasselbe hinschreibe an Text oder so weiter und dasselbe Bilder nicht gibt. Aber wir kommen jetzt zu der Sache, ich war ja am Schluss in Kärnten und bin dann von Kärnten ins Burgenland gegangen. Habe ich ja letztes Mal schon angeschnitten und bitte schaut's weiter, es kommt nachher hinten noch was richtig was Geiles, nachdem ich fertig bin. Und da bin ich in die Diskothek Hirn gekommen. Das war in der Nähe von Eisenstadt und dort habe ich angefangen bei der Diskothek Hirn. Das war damals der Ewald, der Riegler Ewald. Und nachdem ich dort war, bin ich in das Lokal gegangen, wo ich nachher eigentlich von 1990 bis 1995 war. Das war das Malibu in Mattersburg, wo der Chef einer meiner besten Freunde geworden ist und ist leider nachher tödlich verunglückt. Beim Autounfall, dass ich nachher gekündigt worden bin und natürlich den Weg weitergegangen bin. Aber was die Sensation war, ich war zu der Zeit mit einer Band unterwegs und die Band hat geheißen Band auf der Flucht. Und da zeige ich jetzt einmal, dass ich damals auch selber Texte geschrieben habe, deutschsprachige Texte und mit einer Band live auftreten bin. Viel Spaß damit, schaut sich das an, das ist cool. Bis zum nächsten Mal. Euer Günther. Bis ganz genau, so wenn ich will, säger, schiebe es auf. Du Petrus? Ja, mein Sohn. Wenn ich noch einmal auf die Welt komme, dann möchte ich ja Blumen sein. O Sohn, sei nicht so dumm, wenn dich keiner gießt. Ajo, ajo, wenn ich noch einmal auf die Welt komm, dann bitte nicht das sagen, weil das Leben, das kenn ich schon und das wird ganz genau, mit Himmel drum, es ist ein Schirrgesang.